Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind in 7 Days. Wir machen für weiter. Also wir haben unten ja jetzt fertig. Ich muss nur mal kurz ein bisschen Platz schaffen. Und wir brauchen, obwohl eigentlich nicht. Ich war erst überlegen, den Bohrer zu holen, aber eigentlich brauchen wir ihn nicht. Wir wollen jetzt draußen da den Umbau mit der Straße machen, damit die mal ein bisschen hübscher wird. Auch wenn ich noch nicht so ganz hundertprozentig weiß, wie wir es machen sollen. Fakt ist, ich muss erst mal Platz im Inventar schaffen. So nützt das hier gar nichts. Ist ja jetzt nicht allzu viel, aber hier, wir haben noch ein paar Düschen, ein bisschen Messing, ein bisschen Gammelbrot und so weiter und so fort. Kommt, glaube ich, größtenteils aus den Beuteln. Den Stuhl kannst du mal zerlegen. Aber ansonsten noch irgendwas, was hier reingehört? Nö. Nö. Okay. Pflasterstein möchte ich eigentlich gerne mal eingesteckt lassen, aber normaler Stein kommt weg. So, warte mal. Was wir brauchen, packen wir mal nach unten. Farbe brauchen wir definitiv auch. So. Messing kommt einmal weg. Zack. Eisen kommt erstmal weg. Da. Und die Pflanzen packen wir gleich noch weg. Sand kommt noch weg. Sand. Dankeschön. Beton behalten wir auch. Schatzkarte kommt noch weg und Stoff. Obwohl wir da doch schon, glaube ich, etwas mehr Beton brauchen. Jetzt nicht allzu viel, aber... So, den machen wir noch ein bisschen Pflasterstein. Holz haben wir uns stecken. Bip, bip. Sollte reichen. So, warte mal. Schön Stoff hier drin, wo es reingehört, damit hier gar nicht das Chaos entsteht. So, und der Rest kommt rüber. Schatzkarte schmeißen wir erstmal hier mit drin. Schrot war noch nicht ganz voll. Da kommt da drin. Und das können wir gleich in Notfallmuni schmeißen. Jo, der passt halt hier. Die Pflanzen noch, die Pflanzen noch. Die brauchen wir aktuell auch nicht. Und die dürfen wir auch nicht wegschmeißen. Die sind wertvoll. So, jetzt aber hoch da. So, dann versuche ich jetzt mal wirklich drauf zu achten. Einmal 7 und so, ihr wisst es, alte Grundschule. Auf jeden Fall. Horde ist S147. Und so sollte es eigentlich auch sein. So, und zwar hier vorne. Das da. Müsste ich auch mal reparieren, die Tür hier, sonst sind sie da irgendwann durch. Das gefällt mir so gar nicht. Hatten wir ja schon gesagt. Also ich denke mal, ich werde den Weg hier weiterziehen. Bis da ran. Und die Straße hier so rangehen lassen. Und dann können wir den Gehweg hier, dann müssen wir mal gucken, wie wir es am besten machen. Mich daneben so weitergehen lassen und die Straße dazwischen. So in etwa. Dafür brauchen wir jetzt nicht alles ändern. Das ist klar. Wir müssen ja nur andere Farbe anmalen. Was wir aber allerdings ändern müssen, ist... Ich glaube, das lassen wir so hier, oder? Ist das der Gehweg? Ich muss mal was gucken, bevor ich jetzt kaputt hau. Das ist der Gehweg. Die müssen hier einmal raus, die 3-4 Blöcke da. Dann müssen wir... Haben wir sie gleich mal gucken. Gegen was austauschen? Normale Blöcke? Und der Gehweg hier so weitergehen soll? Die müssen wir dann auch austauschen, dass da die Straße enden soll, oder? Hier soll die Straße enden. Aber das sieht dann wieder doof aus mit dem Gehweg. Ne, ne, die Straße lassen wir hier enden. Das heißt, hier muss so ein Dingsebumse rein. Haben wir hier auch, ne? Ja, ja. Die hier müssen also auch raus. Okay. Tut mir leid. Kommt mal vor. Können wir nicht ändern. Und mir kommt Seven Days immer noch zu laut vor. Boah, ja gut, so viel ist es ja jetzt auch nicht. Die paar einzelne Blöcke hier. Ich werde allerdings, bevor wir jetzt was verstecken, erstmal mit Holzframes abstecken. Damit wir das Theaterchen hier nicht nochmal haben. Das muss ja nicht sein. Also ja, und dann müssen wir noch Beete herstellen. Jede Menge Beete. Aber auch das kriegen wir hin, denke ich. Na, kommt Sam in der Ausdauer? Sieht sogar fast aus. So, das kann sogar schon so bleiben. Hier müssen den ganz normal zack, 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 zack. Wird jetzt später angemalt, damit es hier weitergeht. Und hier müsste den wirklich hier so ein Eckschnüffelstück hin und die ganze Reihe bis dahin
Das Stück, da müssen wir gleich auch noch entfernen. Oder? Nee, Action-Stück brauchen wir hier gar nicht. Aber der hier muss trotzdem raus. So, einmal kurz gucken. Dankeschön. Wir bräuchten den da, bloß andere Richtung. Bip, bip, bip. So. Oder? Ja, dass die Straße bis hier hingeht, dann sieht das hier zwar nachher merkwürdig aus, aber das passt schon so. Ich weiß bloß nicht, ob ich hier Beete reinkriege, weil dann haben wir hier die Kante nicht mehr, ne? Würde ich ja gehen, ne? So mit Chrysanthene und Goldrute und andere Blümchen haben wir ja nicht. Ah, ich glaube, das geht. Aber wenn es nachher angemalt ist, sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Dann müsste der noch mal raus. Das gefällt mir so hier einfach nicht. Das ist nicht schön. Absolut nicht schön. Tut mir leid. Was nicht schön ist, kann nicht so bleiben. Muss leider geändert werden. So. Was ist denn das? Wir müssen ja jetzt zum Glück nicht alles umbauen. Kriegen wir Besuch? Klang gerade so. Das ist wahrscheinlich für die übliche Paranoia. Schlimmer wird nachher hier die Straße rauszukloppen. Die soll ja auch ordentlich. Aber eins nach dem anderen. Aber ich höre hier doch einen Zombie. Da kannst du mal erzählen, was du willst. Oder ist das Drohne, was hier komische Geräusche macht? Ist doch nicht mehr schön. Nee, das ist nicht Droni. Wo? Ich habe keine Ahnung wo. Echt, ist ja schlimm. Oh, jetzt haben wir es gleich hier. So. Brauchen wir wieder die? Die Straße geht hier ja später weiter. Allerdings müssen wir die hier noch einmal austauschen. Und dann haben wir halt so, dass der Gehweg, dann passt das hier auch. Hier, wenn er so rumgeht, hier auch weitergeht, dann ist das hier verbunden mit dem Gehweg. Das gefällt mir einfach besser. Das heißt, die hier müssen auch noch einmal raus. Und dann haben wir es. Mein Fehler. Der muss nicht raus. Der da muss raus. Ich sag ja, ich höre ja die ganze Zeit Zombies. Macht einen ja Kirre. Der muss raus. Ja, macht nichts. Wir müssen hier sowieso Blöcke verstecken. Also daher. Ist das jetzt kein Weltuntergang? Dass wir auch ein bisschen vernünftig außen rum und unserem kleinen gemütliches Heimchen hier kriegen. Soll ja schön werden. Dankeschön. Oh, das hier ist einfach furchtbar. So, den noch. Dann haben wir es, glaube ich, auch erstmal. Mal gucken, wie es aussieht. Ich kann schon mit mir holen. So, wir brauchen einmal normale Blöckchen. Zack, die müssen hier rein. So wie da. Und dann müsste das eigentlich nur verstärkt werden. Also mein Ziel ist quasi, dass der Weg hier weitergeht. Jo. Und das hier nachher die Straße wird. Und ob wir das hinkriegen? Aber mal gucken, hier sollen die Blümchen rein. Die Kante auf die Seite wäre aber auch doof, dann wäre der Weg so schmal. Aber mal gucken. Aber nur hier. Ich meine, die Felder haben ja nachher so eine Art Kante, ne? Müsste man sich den angucken. Wir werden jetzt einmal das hier kurz verstecken. So. So, das Stück noch. Dankeschön. So, dann schnappen wir uns mal kurz den Pinsel.
So, warte mal, bevor ich jetzt hier alles voll schmier, kopiere einmal die Farbe. Erstmal das da. Das hier, das geht hier später hier weiter. Das wird die Straße. Schön, schön, schön. Und das hier wird Gehweg. Warte mal. Und ja, keine Dellen in der Straße, ne? So langsam glaube ich wirklich, das ist Droni, was mich hier kirre macht. Die. Das ist eher drauf. Jo, danke, lieber Airdrop, danke. Wir werden gleich mal gucken. Mal mit der Ruhe. Hat keine Eile hier. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie Straßenbeleuchtung hin, obwohl das schwierig werden dürfte. Vielleicht mit Hilfe von Bergbaulaternen oder so. Aber leider sieht man das im 7Days ja sowieso erst, wenn man in die Nähe kommt. Was schade ist. So. Da noch einmal. So, die Kante hier einmal. So, so in etwa war es gedacht. So sieht das nämlich echt so aus, als wenn der Gehweg hier quasi endet und hier an den Seiten hin weitergeht und die Straße dann genau dazwischen ist. So in etwa hatte ich es gedacht. Und hier würde ich gerne Blumenbeete haben, so an der Mauer lang. Ob ich das hier auch vom Zaun mache, weiß ich noch nicht. Könnte ein bisschen schwierig werden, wegen den Pfosten. Aber zumindest die Seite. Und hier müsste halt komplett die Straße lang. Wie viel Leben hat denn die Straße? Okay, das war jetzt nur Sand, aber... Ach, geht denn nicht. So viel wie die Betonblöcke. Gibt zumindest gut Stein. Auf jeden Fall kriegen wir so denn einen etwas besseren Übergang hin. Die Frage ist nur, wie weit ziehen wir das durch? Ich will die Umgebung von mir hier schon alles ein bisschen hübsch haben. Aber ich will ja nur auch nicht die komplette Stadt neu betonieren. Dann sind wir nächstes Jahrhundert auch nicht fertig. So, aber eins nach dem anderen. Dankeschön. So, dann geben wir mal Blöcke her, mein Freund. Vorher gibt es mal wieder ein bisschen wertvollen Stein. Die können wir hier ohne Probleme dann so reinsammeln. Natürlich müssen hier später neue Straßenmarkierungen rauf, das ist klar. Joa. Könnte man aber so machen. Gut, so, jetzt will ich hier erstmal der Symmetrie halber, das ist furchtbar, beides hier auf dieselbe Stufe bringen. Ist ja furchtbar. Gut, Straße geht an der Bahn. Schön, 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 schön. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die Straßenmarkierung hier am besten hinkriegen. Da müssen wir wirklich mal gucken. So, den kann er auch gleich bis da durchzimmern. So, das reicht schon. Da muss ich jetzt bloß halt echt aufpassen. Das ist der Zaun, so dass auch gleich noch mit eingeplant wird. Ne? Ja, Mann, nicht hier rum. Hier gibt's jetzt nichts zu trinken. Du hast auch gar nichts gemacht. Das ist ja schlimm. Jammert der hier schon wieder nach Trinken, Mensch. Der säuft mir doch die Haare vom Kopf. Der Drop ist gar nicht so weit weg. Von Straßenbeleuchtung wird mir schon gut gefallen. Dann müssen wir mal gucken. Das kann ich definitiv nichts mit Strom machen. Im Backhaul-Lampen oder so. Auf jeden Fall irgendwas, was dauerhaft leuchtet. So viel Strom, um hier die komplette Straße rundherum noch mit Licht zu... Das können wir nie im Leben beschaffen. Dankeschön. Dann sind wir hier schon mal rein.
So, hier vorne müssen wir gleich aufpassen. So, warte mal. Nehmen wir erstmal den. Kopierstellung. Der muss nämlich so lang. So, hier so weitergehen. Und hier war das der Weg, ne? Warum auch immer. Da haben wir den da genommen, ne? Oh, doch, passt. Passt. Gut, so. Hier dann nochmal eine Maul rein. Kopieren. Zack. Und hier auch nochmal. So, hier müsste dann wieder der Zaun hin. Dann haben wir das zumindest schon mal auf einer Stufe. Und dann gucken wir auch gleich mal nach der Straßenmarkierung. Einmal kurz festtackern. Ich werde hier echt wahnsinnig. So haben wir zumindest den Vorteil, dass die Straße nicht später sauber ist und nicht dieser ganze Müll drauf liegt. Ist ja furchtbar. Straßenmarkierung möchte ich gleich aber wirklich mal ausprobieren, wie wir das hier am besten machen. Ja, ist das laut? Erstmal jetzt. Zaun machen wir gleich. Einmal kurz anpinseln. Ist das die Wegfarbe? Ich glaube ja, wir brauchen die einmal. So, den pinsel ich hier einmal an. Haben wir es zumindest schon mal auf einer Höhe. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht genau, wie weit ich das Ganze durchziehe. Das ist das große Problem. Aber auf jeden Fall in unserer Umgebung rum. So. Da müssen wir natürlich ein Gehweg rein. Den kopier einmal. Der soll hier ja weitergehen. Danke. Hier müsste der einmal rein. So, dann machen wir die Farbe hier noch einmal kurz. Aber ich glaube, so kann man es dann einigermaßen, wenn die Straßenmarkierung gleich drauf ist. Sieht so besser aus, wie die Straße hier den Ende, ne? Und der Gehweg hier so rumgeht. Finde ich zumindest. Besser als vorher. Und so passt das halt hier auch mit den Kanten ganz gut, ne? Okay, probieren wir jetzt erstmal die Straßenmarkierung. Die wäre hier denn jetzt? Ich kopiere einmal kurz. Zack. Und die Stellung. Oh Gott, geht. Ich dachte, die wäre jetzt ganz dran an der Kante, aber da ist noch etwas Luft zwischen. Ja. So. Na. Das kommt, wenn Drohne im Weg steht. Das Problem ist, so wird sie darauf gehen, das wollen wir natürlich nicht. Setzen wir erstmal hier hin. So. So, wenn ich den so drehen würde, dann wäre es auch drauf. Ja. So. Ah, ist auch nicht optimal. Müssen wir gleich mal gucken. Es gibt doch diese Schräge. Das ist hier so endet. Notfalls kann man es auch so lassen, aber wir gucken trotzdem einmal. So, die Straßenmarkierung, Design, Buchstaben. Wann nenne ich hier? Nein. Deko auch nicht. Konstruktionen. Abbau, Fenster, Zierleisten? Nee, da waren die nicht, oder? Nee. Ich weiß, es gibt eine Suchleiste. Ich weiß. Dafür müsste man aber auch wissen, wie die heißen. Straßen. Man sollte auch richtig schreiben.
Nee, steht da aber auch nicht mit drin. Vielleicht unter Road? Auch nicht? Aber Buchstaben auf jeden Fall nett. Hier nett. Okay, sind bei Deko mit drin. So, was ich ja meine, es gibt ja diese schrägen Straßenmarkierungen. Passen die hier wahrscheinlich nicht, ne? Also die schon mal nicht. Die sind hier eher so für die Engen. Gut, 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 gut. Aber wir hätten ja auch noch die Spitze 2. Ne, die sind es definitiv auch nicht. Die dürfen es nicht sein. Die hatten wir gerade. Die ist es aber auch nicht. Die garantiert auch nicht. Ne, ne. Die würde über den ganzen Block gehen. Ich glaube, hier haben wir allgemein gar nichts, was hier passen würde, weil, ist ja logisch, es ist ja nur gerade. Das Problem ist bloß halt, dass ich dann gerade nicht hinmachen kann, weil der ein Stück zu lang ist. Du sollst die Straßenmarkierung kopieren, nicht den Block, mein Freund. So. Ui, der wäre nämlich eindeutig zu lang. Das sieht nicht aus. Nehmen wir hier. Danke. Aber so geht's doch auch, ne? Dass es hier so endet. Das sieht man ja auch oft in Wirklichkeit, ehrlich gesagt. Passen würde es natürlich, wenn ich den hier oben ran machen würde, aber wenn der Kante wäre, denn auf der Kante, das will ich auch nicht. Das würde auch gehen. Wir müssen die aber noch einmal kopieren. Kopiere. Richtig kopieren, mein Freund. Na. Jetzt kriegt er die wieder nicht. Das sind die nicht, oder? Doch, tatsächlich, die haben das so gemacht. Okay, ich dachte, das wären mittige. 1, 2, 3 sind dazwischen, okay. 1, damit es wieder hinkommt, 2, 3 sind dazwischen, also müsste hier hin. Wir sind immer 2 lang, ne? Ne, nur 1. Shoot, das geht ja später hier weiter. Damit das später mit den Kreuzungen so hinkommt, muss es natürlich exakt die gleiche Länge sein. Jo, aber es geht. Gut, dann tackern wir die einmal kurz fest. Gut, das ist eine Verschwendung, ist, hier aus Beton zu machen. Sei ich ganz ehrlich. Wollte die sowieso gleich wegbrechen. Aber oh gut. Was soll der Geiz? Machen wir es für die. So, und den natürlich noch einmal. Gut, dann schnappt ihr mal wieder den Pinsel. Danke. Einmal die Farbe. Jetzt will er wieder nicht. So, da einmal. Dankeschön. Und selbstverständlich hier nochmal. So, und das Ganze geht dann natürlich später hier weiter. Halt, den nicht vergessen. Den nicht vergessen. Danke. So haben wir zumindest eine anständige Straße, ohne irgendwelche Spalten und so. So wie wir es hier haben, das muss nicht sein. Zumindest bei uns in der Umgebung. Was wir jetzt aber definitiv auch noch machen müssen, ist der Zauneimer. So, kopier mal. Zack. Kopier mal Stellung mit. Was ist eigentlich die Stellung? Sag mal. Ach ja, dann hatte ich von außen gewonnen. Stimmt ja. So. Und Pfosten hatten wir. Pfosten sitzt hier. Okay. Also 1, 2, 3, 4 sind dazwischen. Der fünfte wäre der Pfosten. Also 1, 2, 3, 4. Pfosten müsste hier hin. Okay. Der geht mal nett. Schön. Den noch einmal Pinsel. Dankeschön. So, der Malte eben ein sein, ne? Ja. Und da dann später noch die Beete hin. Das kriegen wir schon hin.
So wird alles ein bisschen hübscher. Ja. Okay. Ah, komm, wir laufen ja jetzt einmal zu Fuß hin. Ich habe jetzt keine Lust, das Motorrad zu holen. Das ist ja nicht weit. Die 400 Meter da. Holen wir uns den Airdrop. Der ist ja gleich da vorne. Da, 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 da. Jetzt kriegen wir auch noch schlechtes Wetter. Natürlich. Mensch, wie lange sind wir schon nicht mehr zu Fuß gelaufen? Kommt selten vor heutzutage, ne? Honig. Brauchen wir nicht. Di, 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 di. Oh Gott. Ich hätte doch das Motorrad nehmen sollen. Tut mir leid, da ist mir in die Keule gelaufen. Kann nichts dafür. Di, 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 di. Ah, komm, gut, so weit ist es noch auch nicht. Wir sind gleich da. Ist eh nur Schmarren drin, das kennen wir doch. Di, 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 di. Da ist er schon. Oh, guck mal, Stallwürfel. Und Bücher, die wir eh alle haben, die können wir später beim Händler aufmachen. Erstmal nach Hause. Stallwürfel ist natürlich nicht schlecht, ne? Aber die werde ich nicht hier bei unserer Straße jetzt reinballern. Nein, 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 nein. Da, 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 da. Gut. Aber wie gesagt, wie weit ich da mit der Straße gehe, ich weiß es noch nicht, aber... Es soll zumindest letztendlich nicht so aussehen, dass wenn wir uns bei uns zu Hause aufhalten, man nichts von dem apokalyptischen Notter da sieht, sondern alles schön fein, säuberlich, ordentlich ist. Also, schwer zu sagen, wie weit. Oh, der röchelt auch wie so ein alter Mann, ne? Nee, nee, nee. Aber die Ausdauer hält mittlerweile echt lange. Das kann man nicht abstreiten. So müsste es von Anfang an mal sein. Gut. Den haben wir es. Erstmal kurz was googeln. Das kannst du da raufballern. Farbemäßig passt das auch noch. Dann werden wir hier jetzt erstmal ein bisschen weitermachen. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie weit. Das ist halt das Problem, ne? Aber das wird hier ein Weilchen dauern. So ist es nicht. Das hier wird wahrscheinlich auch noch ein Problem. Obwohl, das ist ja nur so ein Deko-Graben. Mal gucken. Dann reißen wir notfalls weg. Also ich will zumindest bis hier, damit wir die Straße da auch noch mitmachen können. Also bis hier bestimmt. Also ist ja noch eine ganze Ecke, weil die Kreuzung hier soll ja auch ordentlich. Damit hier echt mal der Müll verschwindet und wir hier einen anständigen Bürgersteig haben. Es sieht einfach furchtbar aus, so. Das heißt, wir werden es alles so machen. Aber gut, das machen wir Stück für Stück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi! What to do? Could somebody